Wisst ihr, was wirklich traurig ist, wenn ihr das hier jetzt gerade seht? Es ist der letzte Tag der Beta. Ich weiß wieder nicht, ob das hier gerade ein neuer Let's Play Part ist oder mittendrin. Aber was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass ich hier mal hingegangen bin, an diesen Ort. Doch, falls ihr euch fragt, was ist das eigentlich, ganz einfach erklärt. Ich habe hier oben diesen Missions Tab und da habe ich ja gesagt, ey, ich kann jetzt endlich sowas wie Genshin Impact ähnliches spielen, wo ich einfach ein paar XP-Bücher für meine Units sammeln kann. Bedeutet, das ist einer dieser Orte. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass ich das noch brauchen werde, dass ich so weit in der Beta komme, dass das wirklich aktiv von mir notwendig ist. Aber, ach was, ich kann direkt sagen, ich kämpfe gegen mehrere Waves. Okay, wir probieren das mal ganz entspannt 3 aus. Das sind Level 14 Gegner. Ich bin gut angehittet. Wir machen mal 3 auf einmal. Das finde ich aber cool, dass man so quasi schneller seine Stamina verbrauchen kann in diesem Game. Oder wie, ich glaube, Trailblaze Energy. Kann man auf jeden Fall ein bisschen schneller verbrauchen. Das ist ganz cool. Und ja, wir nehmen genau dieses Team und investieren das dann in Dunhang, Match 7 und Asta, dass ihr auch Level 20 werden könnt. Das ist so das Ziel, warum ich hier einmal hergelaufen bin. Könnt mir auf der Map anzeigen, wo sich gerade dieser Punkt befindet. Und dann einfach hergelaufen. So, wir töten erstmal dich. Ganz easy. Oh, schaffen wir nicht mal. Interessant. Dann hauen wir bitte einen fetten AOE auf alle Units drauf, solange wir das können. Und dann sollte der rechte ja auch down sein. Also AOE. Ach, ich krieg das gar nicht auf alle Units gesetzt. Dann macht das so, dass der rechte auch gut ist. Upp, ciao. Perfekt. Dann haben wir nämlich noch 2 vor uns. Feuer. Tschüss. Und den letzten sollten wir ja hoffentlich mit 2 Units. Ah, den kriegen wir nicht da. Oh, guck mal bitte, wie tot der lang ist. Ich hätte ihn eventuell vorher ein bisschen was füttern sollen. Ich trottel. Der ist ja komplett tot. Ich hoffe, der stört mich. Kann ich irgendwo Items benutzen mit einem Kampf? Nee, oder? Okay, ich kann nicht mit einem Kampf Items benutzen. Das hätte ich eventuell mal vorher bedenken sollen. Hau drauf. Sehr schön. Hau. Ja, mach. Machst du auch so das Schild kaputt? Machst du auch. Interessant. Probieren wir es mal. Ob er damit die zweite... Ah, er tötet sie nicht. Ich wollte sie eigentlich töten. Oh, ich hätte das Schild ganz rechts zerstören können. Zerstören wir... Oh, alle Schilder. Okay. Ich habe nichts gesagt. Alles ist gut. Zack, und der verbrennt. Perfekt. Dann ist es ja nicht so schlimm, dass Dunhang hier ordentlich angehittet ist. Hau drauf. Ja, volle Kanne. Haben wir genau die gleiche Strategie wieder, würde ich sagen. Du machst Bounce. Wait. Da, so machst du den Bounce, sodass der Schild auch zerstört wird. Genau, wunderbar. Du zerstörst jetzt die erste Unit. Und du zerstörst jetzt alle Schilder. Perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau die gleiche Strategie, zwei miteinander, so funktioniert das. Dann kriegen wir hier ein paar Adventure Logs, Trailbase, XP natürlich, das heißt, wir steigen im Level auf und ein paar Encounters und die können wir jetzt quasi in unsere Units rein investieren. Und okay, das bleibt an einem Ort, nicht so wie in Genshin, wo es wandert, sondern hier bleibt es wirklich hier. So, wo sind meine Items? Dann baller ich da jetzt einmal, glaube ich, 6 Floors einfach rein. Dann haben wir, wo Items, 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 das habe ich gesucht. Bitte heile. Dunhang, ganz wichtig, nicht, dass der Aussehen stirbt und benutzt direkt auf meinen Charakter. Dunhang war ja eine wichtige Unit jetzt gerade im Kampf, also level ihn mal bitte auf. Auto-Add. Oh, guck mal, das reicht schon. Zack. Level 20, meine lieben Freunde. Und das gleiche können wir dann wahrscheinlich auch nochmal hier machen. Zack. Beziehungsweise du warst ein bisschen weniger wichtig, als sie es war. Also hier, Auto-Add. Yo, auch dich auf Level 20. Und dann ist es eine Verschwendung, reinzugehen und zu sagen, okay, ich... Wups. Du bist auch Level 20. Dann lohnt es sich nicht mehr, den Dungeon zu spielen. Dann lohnt es sich nicht mehr, dann sollte ich nur warten, bis vielleicht die Schwierigkeitsstufe erhöht wird. Sowas gibt es ja auch. Sondern dann schauen wir lieber rein und gucken eventuell, wo wir noch das Waffending machen können. Dann genau das gleiche habe ich jetzt auch für die Waffen freigeschaltet. Bedeutet, wups, wie komme ich hier runter? Man weiß es nicht. Wie das klappt mit Maus und Tastatur? Ja, geht gar nicht. Das heißt, diese Teile hier und meine Lightcones, entschuldigt bitte, Waffe ist ja Relikt. Aber um meine Lightcones zu verstärken, kann ich das gleiche nochmal machen. Und das ist jetzt das zweite Ziel. Da haben wir unsere Figuren erstmal maximal ausgebildet, soweit es jetzt gerade geht. Ich weiß nicht, ob ich das zum Full Release machen würde. Ich würde wahrscheinlich auf jeden Fall ein bisschen Trailblaze XP verbrauchen. Ich weiß jetzt allerdings, ich spiele vielleicht noch, keine Ahnung, 2-3 Stündchen oder sowas. Und dann ist das Game für mich leider durch. Ich weiß nicht, wie viel ich heute Nacht noch Let's Play werde. On Stream, twitch.tv/Nolius. Schaltet gerne ein, falls ihr Bock drauf habt. Ich wäre sehr, 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 sehr happy darüber. Denn ich streame ja regelmäßig dort. Especially dienstags, freitags, sonntags um 21 Uhr. Wie gesagt, ich wäre sehr happy, falls ihr mal dabei seid. Freeze. Zack, erstmal dich downhauen auf dem Weg anscheinend. Ist gar kein Problem. Freeze ist wenigstens direkt ein Weakness. Und ich weiß ja, dass die Viecher ganz schnell down sind. Ciao, Nummer 1. Und Bounce Nummer 2. Und dann, wo ist mein AOE-Hit? Ach, komm. Let's go. Dich, genau, dich habe ich erwartet. Ciao.
Das ging so schnell. Aber das ging auch schon in den Parts davor super schnell. Und ist das hier das, was ich einmal machen möchte. Wir können direkt, zack, den zerstören. Wir können direkt ein paar mehr Wellen machen, denke ich. Das finde ich super cool. Dass ich direkt sagen kann, hier so schwupp, 6 Wellen, let's go. Da habe ich genug Waffen-XP für. Die können danach auch noch aufsteigen, wenn sie wollen. Und ich kann eine weitere Waffe vielleicht zumindest auf Level 30 bringen. Ein Cone, Light Cone. Ich bin mal gespannt, wie sie es übersetzen in die Light Cones. So, haut drauf. Ja, das ist schick. Die werden leider angegriffen. Merke ich jetzt schon. Aber das ist kein Problem. Haut drauf. Ja, hau eh jetzt bitte. Dann benutzen wir das, wenn wir das 6 Floors haben, wird das ja auch quasi wieder aufgewertet. Und hau auf den Mittleren. Boom, du hast eh keinen Schaden. Die könnte ich auch einfach jetzt auswechseln. Die macht so gar keinen Schaden. Die erste, die ist halt ein cooler Support, aber eigentlich lohnt es sich echt nicht, hier im Early Game mit dabei zu haben. Also überhaupt nicht lohnt sich das. Ja, und ihr macht wie viel Schaden? Das wird sogar ein guter Fight. Sagen wir es mal so. Wanderf angreife, 2 danach. Das schafft die Unit danach nicht. Tschüss. Hauptsache der Rest schafft jetzt den down zu hauen. Ja. Und, ouch. Den kriegen sie auch nicht down. Der darf nochmal angreifen, oder? Nein, darf er nicht. Perfekt. Tschüss. So, jetzt haben wir Atkabus. Wie gesagt, die lohnt es sich nicht im Team zu haben. Dann greift ihn wieder an. Und eventuell kriegt ihr jetzt die Fire Lady. Ja, sie kriegt den Schild zerstört. Das eventuell hat sich sogar durchgesetzt. Wie cool. Niemand ist markiert. Wir greifen einfach weiter an. Das andere bleibt mir nicht wirklich. Au. Uncool. Au, das ist wirklich uncool. Aber das ist kein großes Problem. Zerstören wir den Schild. Wir sollten vermutlich den Schild. Na, ich töte die Unit ganz rechts. Ist mir gerade wichtiger. Schon. Der ist recovered. Der ist tot. Er hat das sogar überlebt. Und jetzt darf ich wieder Single Target auf ihn gehen. Hopp, 1. Dann auch nochmal. Vielleicht war 6 Floss doch nicht so eine gute Idee. Der Kampf davor war deutlich einfacher. Wupp. 1, 2 und. Bitte macht den Rest. Achso, die macht nicht den Rest. Bitte macht den Rest. Boah, ganz knappes Ding. Gut. Du bist bereit. Fighting is meaningless. Du darfst deine Spezialfähigkeit einsetzen. Obwohl, das lohnt sich nicht. Egal. Ich muss ein paar Spezialfähigkeiten einsetzen. Ich glaube, den Kampf würde ich auch ohne diese Spezialfähigkeiten schaffen, aber ich finde, das wird doch ein bisschen besser. Dein Schild haben wir down. Und. Bounce, bounce. Ja, mach den Bounce. Autsch. Greif nochmal an. Und zerstör die Unit links. Oh, er hat sich geschafft, die Unit links zu zerstören. Aber beim Recover nimmt er nochmal. Danke. Ein bisschen Charme beim Recover nehmen sie jedes Mal. Das ist jetzt gerade meine Hoffnung. 2 Skill Points. Darfst direkt nochmal angreifen, dann Hahn. Zieh durch. Hau drauf. Und warte. Das machen wir, ja. Zerstör noch mehr Schilder. Ich glaube, eine ganz gute Idee, das zwischendurch mal zu benutzen. Und dann habe ich den Kampf vielleicht etwas überschätzt am Anfang. Zack. Links und rechts sollten tot sein, sobald sie recovern. Meine ich doch. Zack. Mit Ansage. Sind beide verreckt und dann weiter. Und mit wie vielen Floor bin ich da mittlerweile? Also, bin ich jetzt zack durch oder bin ich erst irgendwie Floor 2 oder 3? Ich glaube, 5 und 6 stand da gerade. Okay. Haben wir das auch geklärt. Machen wir genau das gleiche nochmal. Ich hoffe, das stört euch nicht, meine Freunde, falls ihr gerade dieses Let's Play schaut. Zumindest hoffe ich, dass der sehr stark ist, dass es stört. Bup, bup, bup. Aber ich fand das eine ganz gute Idee, hier mal reinzuschnuppern und zu lernen, wie das so ist. Ich hätte vielleicht den Rechten, weiß ich nicht. Wie das so ist, wie das Spiel funktioniert. Wir machen einen starken Aoi-Hit. Gehen wir hin. Zack. Und ja, das war die Vorstellung, die ich hatte, dass der rechte ausstirbt. Und dann hast du direkt nochmal draufhauen und dann stirbt der linke gleich am Recovern. Perfekt! Auf Ansage! Fighting is meaningless. Zack, der ist tot. Den haben wir. So viel Pyro-Damage noch im Nachhinein. Das ist so viel. No interest in conflict. Und jetzt setze ich keine Spezialfähigkeit gleich mehr ein. Ja. Also, die von unten links, die so aufleuchten würden. Zerstör den Schild. Burn, 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 burn. Ja, alle. Und der recovered. Nicht komplett. So traurig. Fighting is meaningless. Ich weiß, dass Fighting meaningless ist in deinen Augen. Aber trotzdem kämpfst du. Genau dafür. Und der darf noch einmal angreifen, wahrscheinlich gleich. Aber ist okay. Passiert halt. Jetzt darf er einmal angreifen. Und dann schicken wir ihn jetzt hoffentlich in den Tod nach und nach. Zack. Boah, Glück gehabt. Der Schild ist trotzdem blau. Obwohl. Der darf, glaube ich, noch mal angreifen, oder? Wie viel Schaden mache ich jetzt?
Da hat doch gereicht, okay. Alles entspannt. Und jetzt kann ich alle Like-Cons aufwerten von den vier Figuren, die ich spiele. Eventuell könnte ich mir sogar tatsächlich... Oh, reicht das wirklich? Weiß ich gar nicht. Könnte ich wirklich noch eine fünfte Figur aufwerten statt Asta, dadurch, dass ja Asta mir doch nicht so gut gefällt, wie ich erwartet hatte. Öffne das. Habe ich jetzt meine Daily Missions? So, ja. Das sind Daily Missions. Okay. Und da kriege ich noch mehr Stuff raus. Wäre natürlich auch super sinnvoll, das zu machen, hier seine Daily Missions, aber was soll's. Kann ich gerade nicht machen. Claim, yes. Dankeschön. Und was haben wir hier noch? Ah, noch ein Login-Plan. Okay. 1 und 2. Und jetzt haben wir hier deutlich mehr Stuff, den ich machen kann. Also deutlich mehr Stuff. Reach Trailblazer Level 14. Okay, das gibt mir aber ganz fette Belohnungen. Lock dich 7 Tage hintereinander konsekutiv ein. Tutorials, Archiv. Kann ich pullen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wop. Dafür habe ich mit Sicherheit noch nicht genug von der Währung. Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch irgendwie was Fettes einsammeln konnte. Ich glaube aber nicht. Und doch, kann ich. Let's go. Gib mir Clara. Jetzt sofort. Irgendein Cone, unwichtig. Irgendein Cone, unwichtig. Unwichtig. Die Vor... Himiko! Okay, die ist aber auch super. Plus, oh, der sieht interessant aus, Alan. Das ist der, den wir zwischendurch auf der Basis getroffen haben, ne? Aber erstmal darf jetzt Himiko auf jeden Fall den Platz von Asta einnehmen. Der ATK-Speedbuff wird rausgekillt. Sehr cool. Und ich darf nochmal pullen hier im Beginner-Ding. Also ich habe jetzt gerade nicht genug Währung dafür. Aber das ist mir vollkommen egal. So, Team-Setup wird sofort gewechselt. Asta, tschüss. Himiko, hallo, ich darf die Himiko ja zum Glück schon testen. Auch wenn, ja, der auch super interessant aussieht, nehmen wir lieber einmal Himiko mit, glaube ich. Wobei, vielleicht kann er meinen Dan Hag auswechseln. Ed. Wunderbar. Du, Details, Alan, das ist wahrscheinlich jetzt eine dumme Idee zu machen, muss man sagen. Aber du bist abhängig von deiner HP, machst du Schaden, okay? Hier auch. Und hier abhängig von deiner ATK. Du bist so weird. Und hier auch wieder abhängig von deiner ATK. Was ist denn das hier? As Lightning Damage und Target Skill cannot be used if HP is... Okay. Nee, ich finde ich sehr verwirrend auf den ersten Eindruck. Aber Himiko! Nein, nicht remove! Himiko. Ed. Ich wollte die Details von ihr. Da muss ich jetzt doch nochmal XP-Bücher farmen. Lycon ausrüsten. Ja! Du kannst das 4-Sterne-Ding tragen. Ja! Equip. Traces, Lycon habe ich gerade ausgerüstet, Enhance das Teil, Auto-Add, das haben wir gerade extra gefarmt, nur für dich, Himiko, du bist jetzt mein erster Feister, wie, du hast nicht unendlich viel Damage und natürlich leveln wir dich auch ab, ich habe tatsächlich nur ein XP-Buch noch übrig, ist das eklig, die ist sau strong, die wollen wir eigentlich mitnehmen, Traces, kann ich hier irgendwas aufleveln, Requires, ah, Character Ascension, okay, das kann ich ja noch nicht machen, oder, kann ich dich schon ascenden, Ascend, nee, kann ich noch nicht machen. Dafür brauche ich noch Profound Ecostella. Und bei dir brauche ich Permafrost Ice Core. Das sind bestimmt auch Sachen, die man auf der Overworld findet. Aber nee, ganz ehrlich, wenn wir jetzt Himiko haben, werden wir weiter Himiko auf. Das ist gar keine Frage. Also sofort wieder dahin zurück, wo wir herkommen. Und gib mir ein paar XP-Bücher für die gute Himiko. Zack, rüber da. Ja, Teleport bitte. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwann die Materialien finden, dass wir die Charakter auch ascenden können und dementsprechend auf Level 40 machen können, genauso wie die Lycones auch auf Level 40. Doch, über, ja, Core Memories und ich weiß nicht, wie viel ich brauche für eine Himiko. Wir nehmen mal vier Floors, weil ich keine Lust habe, hier unendlich in diesem Kampf zu chillen. Also, Star Challenge, außer wir können irgendwann unsere Charakter ascenden. Aber ich denke mal, das kommt auf einem höheren Trailblaze Level, das kennen wir auch so aus Genshin Impact. Also, das ist wirklich alles nichts Neues für mich. Ich hab vergessen, die Waffe aufzuwerten, fällt mir gerade auf. Hau drauf. You won't get away. Juhu, ich lieb's so sehr. Wie war das nochmal? Jedes Mal, wenn ich ein Schild breche, kriegt sie auch einen Punkt, die Himiko. Ja. Jedes Mal, wenn ich ein Schild breche, kriegt sie einen Punkt. Und dann Blast ist wieder eine AOE, ne? Ich lieb dich. Das war so wunderschön. Zack. Tod. Nein. Distract. Stimmst du wenigstens auch nicht. Fighting is meaningless. Und Himiko greift an. Pass auf. Ba-ba-ba-bam. Deswegen wollte ich Himiko haben. Nur für diese Fähigkeit. Nur für dieses Spezial. Zack, nächsten Schild brechen. Und kannst du ein Schild brechen? Ja, und dann kommt Himiko. Passt auf. Wir machen das direkt. Ah, oh, ich hab mal gucken müssen. Ja. Ba-ba-ba-bam. Und Himiko hat einfach gerade wieder ein paar Units gekillt. Zack, der darf jetzt noch einmal angreifen. Ist ja gar kein Problem. Der darf nicht angreifen. Jetzt hat er sich erst voll recovered.
So, Hibiko. Du darfst. Ich lieb's so sehr. You won't get away. Bam, 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 bam. Und es ist auch so ein schöner Damage. Sie ist gerade auf so einem geringen Level und macht schon so einen schönen Damage. Nummer 1 und Nummer 2. Und dann kommt Hibiko und macht den Rest. Direkt auf die Lügen. Achso, die macht die. Was passiert, wenn ich jetzt den Schild zerstöre? Kriegt sie dann direkt einen vierten Punkt? Keine Ahnung. Wir werden sehen, was sie jetzt macht. Und, nee, sie kriegt keinen vierten Punkt. Sie hat selber danach noch mit der Fähigkeit einen Schild zerstört und hat dafür einen Punkt bekommen. Zack, und Hibiko noch mal. Wenn nicht alle sterben, nee, sterben sie nicht. Aber Hibiko tötet sie. Das hier ist super entspannt mit ihr. Was für ein genialer Five-Star-Pull. Ich hätte zwar lieber das Mädel in der Mitte gehabt gerade, wie ihr wisst, aber trotzdem bin ich auch super happy mit Hibiko. Ist gar keine Frage. So. E-Tails, Level Up. Reicht das? Nein, das reicht natürlich nicht. Wäre auch zu schön und zu einfach, hätte das gereicht. Cool. Dann, wie auf Kanilova, wir gehen direkt noch viermal rein. Komm. Ich möchte, dass es auch wirklich reicht. Ja, Team 1 bitte. Nicht hier, ja, das ist das Team. Dankeschön. Hibiko macht das ja quasi im Alleingang zusammen mit den Schildzerstörern. Wir zerstören den Schild ganz aus, das ist, glaube ich, am einfachsten. Dann können wir uns auf die Mitte mit AOE-Hits theoretisch konzentrieren, aber erstmal Hibiko macht dein Ding. Oh, ist das schön. Und du zerstörst die 2 Units und dann dürfen wir wieder Schilde zerstören. Dann kann Hibiko wieder ihr Ding. So easy. You won't get away. Zieht es euch rein. Zack, wieder Schilde zerstört und Hibiko macht den Rest. You won't get away. Was ist das für ein schicking Low-Level-Gegner? No interest in combat. Kurz Schilde zerstört, zack, zack, zack. Eins und ich brauche noch 2 Schilde. 2 plus... Du kannst kein Schild zerstören. Das ist dein Ernst? Aber Hibiko gleich, okay. Richtig. Zack und Blast und dann macht sie wieder den Rest da direkt danach. Wir werden sehen, ob das jetzt reicht. Aber ich glaube schon. Das ist so geil. Das ist so geil. Und auch. Ich liebe es so sehr. Nein! Touch you. Egal. Also es ist halt wirklich egal, deswegen. Ja, super. Es ist noch egaler, als es egal ist. Denn sie zerstört jetzt alle anderen Oh, sie kann gar nicht alle anderen Schilder zerstören. Das heißt, einer darf jetzt angreifen. Der Schaden war hoch genug. Ich habe nichts gesagt. Das ging ja super fast, jetzt wo Hibiko auch noch gelevelt ist. Level up, Auto-Add. Es reicht immer noch nicht fürs Maximallevel. Das heißt, wir brauchen all unsere Starmie jetzt genau in diesem Moment. Cocoon! Wobei wir eigentlich... Ach, ich kann nur noch einmal. Okay, Hibiko, für dich. Nehmen wir auch noch den mit. Diesen einen letzten Hibiko. Hol ihn dir. Steigt noch ein, zwei Level auf. Hätte ich gewusst, dass ich cool hätte, vielleicht anders gespielt. Vollkommen egal. Zerstört den äußeren Schild. You won't get away. Won't get away. Und mach den Rest. Es wird immer einfacher. Zack. Hibiko noch ein letztes Mal bitte. Charakter. Ich muss noch ganz kurz was gucken. Perfekt. Ah, Hilfe. Characters. Hibiko. Level up. Auto-Add. Level up. Und jetzt können wir uns weiter um die Story kümmern. Leider ist sie erst Level 17. Ich weiß nicht, ob sie mehr XP braucht als die anderen. Ihr Lycon ist Level 20, dein Lycon nicht, dein Lycon auch nicht. Dadurch, dass du erstmal mehr Damage machst, werte ich erstmal lieber dein Lycon auf Level 20 auf, cool. Und für mehr habe ich leider, zack, nicht genug von dem Material. Okay, das lohnt sich nicht. Da steige ich ja nicht mal Level auf. Relikte. Warum trägst du das Relikt? Switch. What the? Remove. Warum trägt sie das Relikt? 13 ATK, gib das bitte in den anderen Char. Gibt das ihr oder so? Relikt? Ja. Und Equip. Oder Hibiko wäre vielleicht sogar noch was noch sinnvoller. Okay, die gleich stark. Zack. Viel besser. So, gegen Level 10 aber zerkämpfen wir nicht. Das ist unter meinem Niveau. Lass mich stattdessen lieber weiter die Daily Missions verfolgen. Die müssen wir eigentlich einmal machen, damit wir sie einmal gemacht haben. Weil ich sie über die Map finde, die Daily Missions. Aber L1 Star Rail Map, dafür muss ich wirklich... auf die Space Station. Oder wie ist das? In die Storage Zone? Ups. Zack, kann ich so einfach da jetzt mich importen in die Storage Zone, während ich in die Story bin? In der Story bin? Ja, ne? Zack. Ich probiere das mal ganz kurz aus. Teleport, ja. Wie das ist. Also ich habe mich ja auch schon quasi aus der Hauptmission rausgeportet, was ja gerade eigentlich nicht so easy möglich sein sollte. Um jetzt hier meine Star wieder zu verbrauchen. Jetzt probieren wir nochmal die Dailies. Also wir probieren jetzt wirklich so den Standardkram,
Da ich das gerade in der Closed Beta, ich glaube jetzt im Full Release würde ich das jetzt fällen, würde ich das alles nicht zeigen. Aber gerade so in der Beta finde ich das eigentlich mal interessant, das alles mitzunehmen, wie man auch hier das tägliche Farming und das tägliche Gameplay in Honkai Star Rail gestaltet. Denn da wird es ja auch immer dazu kommen, dass ihr jeden Tag eure Daily Missions macht, dass ihr jeden Tag 10 Stamina ausgibt. Das einzige Problem ist, dass ich auf den asiatischen Servern spiele und das Loading hier gefühlt ewig dauert, damit wir drankommen. The Aeon of Joy. No one can predict what the Aeon might express. Ja, ja, aha, aha. Joy. Es ist Aeon. Finde ich cool. Ich mag die Aeons. Jetzt lass mich aber bitte meine Daily Mission erledigen. Und lade dich noch weiter. Ich weiß, asiatische Server Connection ist hart. Gerade in der Beta gibt man noch nicht viel aus für die Serververbindung. Warum sollte man das hochskalieren, wenn nichts Gutes? Aber tut mir den Gefallen. Und ey, das ist eine Kiste, die ich noch nie geöffnet habe. Oder? Ansonsten wäre sie ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Bup, zerstör das. Ja. Und öffne die Kiste, bevor wir Daily machen. Sind hier noch mehr Kisten? Macht der irgendwas? Nö. Wir machen die hier irgendwas? Nö. Credits, Dana. Du bist... Du machst auch nichts? Echt jetzt? Du bist eh nur Level 7, von daher ist mir das egal. Daily Mission! War das die Daily Mission, das zu zerstören? Nee. Du musst nach oben? Komm ich hier so einfach nach oben? Controller. Und... Second Floor. Wir probieren mal, ob das der Second Floor ist, einfach auf den ich muss. Zack. Ja, lass mich reinsteigen. Ist das die Daily Mission? Wahrscheinlich. Und ich hätte mal gucken müssen, was sehr effektiv gegen ihn gewesen wäre. Ist vollkommen egal. Ist jetzt nicht das Ende der Welt. Aber ich glaube, das ist die Daily Mission Level 14. Das passt ja eigentlich auch ganz gut. Und dann darfst du direkt draufhauen. Level 14 via Gegner. Ist zwar ein bisschen unnötig, da alles rauszuhauen, was ich habe an Spezialfähigkeiten. Aber zack, nehmen wir mit. Wunderbar. Das ist recovered, das ist auch okay. Wir haben noch keinen Gegner, der markiert ist, von daher greifen wir ganz normal an. Und Himiko kommt leider nicht zu ihrem Zug gegen so einen Single-Target-Gegner, ne? Bumm. Au! Extra Action. Jetzt haben wir aber jemanden, der markiert ist, was ich gut finde. Bap, bap, bap. Und jetzt kannst du den Traveler, den Trailblazer, einmal kurz verteidigen und zerstörst du so den Schild. Ja. Himiko kriegt einen Punkt. Ach, warte, wofür kriegt denn Himiko noch Punkte? Warum durfte sie denn schon? Egal. Greif Single Target einfach an. 73 Damage. Macht sie. Extra Action. Wie viel Damage machst du mit deiner Spezialfähigkeit im Vergleich? 173. Mehr als doppelt so viel Schaden. Alles klar. Greif an. Und ist sie noch verteidigt? Ich hoffe ja. Leider wäre es jetzt ein bisschen Panne. Greif an. Time for an overhaul. Und füll meine Skillpunkte wieder auf. Greif an. Macht er auch mal was? Also greift ihr jetzt auch zu schnell zu Trail? Ja, da. Er hat ihn sogar ausgeschaltet. Immerhin zwei Konterattacken hat es rausgehauen. Aber wie frech ist das denn? Darf ich jetzt nicht... Au! Das war voll viel Schaden. Tschüss. Frech war das. Absolute Frechheit. Finde ich auch. Finde das auch. Geht zu. Ja, easy. Zack, Daily Mission erfüllt, würde ich sagen. Weiter geht's. Wo ist die zweite Daily? Ich bin absolut bereit. Zack. Ja, nee, nee, stop Navigation, navigate nach hier. Bitte wieder auf die Map. Und Pom Pom hat wahrscheinlich irgendwas anderes Spannendes für mich. Aber, hä, wartet. Da unten, L1, Star Rail Map. Doch wieder nach Jarilo 6. So teleportieren wir also uns durch einzelne Welten. Und das ist die Daily. Ah, hier sind beide Dailies. Okay, Händler. Hier sind beide Dailies an dem Ort, bedeutet, ich kann von dem einen Ort einfach zum anderen laufen. Das werde ich auch eher machen, als mich zu porten. Denn jedes Mal porten, seht ihr, kostet mich sehr viel Zeit im Leben, weil dieses Spiel einfach lädt. Es lädt den Silver Wolf, den Member of Stellar Hunters, Ingenious Hacker. Die möchte ich haben. Den Member der Stellar Hunters, Silver Wolf. She sees the universe as a big immersive simulation game and has fun with it. Klingt super lustig. She's master of the skill known as Ata Editing, which can be used to tamper with data of reality. Ganz viele haben gesagt, sie vergleichen Silverwolf mit Bronya aus Honkai Impact. Aber jetzt, wo ihr Bronya gesehen habt in Honkai Star Rail, vergleicht ihr das immer noch? Das ist ja Bronya. So. Whoop. Komm, lauf. Danke. Hallöchen. Kann ich mit dir sprechen? Oder was muss ich hier machen? Talk mit ihr. Hi. Hi. Schade. Game is buggy. Oder muss ich mit Waifu da stehen? Kann gar nichts machen. Achso, das Spiel lädt noch.
Deswegen konnte ich gar nichts machen. Ich look... Okay, ich sehe besonders aus. Ich glaube, du meinst süß. Ja, unabhängig von deinen Haaren, siehst du normal aus. Übrigens, dein Kleidungsstil ist nicht die Norm in der Umgebung hier. Diese Pattern sieht man hier ganz selten. Okay, Lila, möchtest du was haben von mir? Ist dir vollkommen egal. Dailies sagen nichts Spannendes über die Story. Das kann mir keiner erzählen. Obwohl, in Genshin manchmal schon. Da bauen sich die Dailies so nach und nach auf. Okay, ich soll für dich jetzt in den Wildlife Sachen collecten. Oh, Lila, lädt es ja doch wieder, das Game. Ist das frech? Lach ich. Ist gar kein Problem. Lila, nur für dich. Für dich sammle ich hier in 100 Meter Entfernung. Ganz weit. Hier ist das Erste. Ach, dafür muss ich Silver Guards töten. Okay. Ihr seid... Zack, schwach gegenüber Eis, bitte. Weakness! Das ist ja eine super lange Daily im Vergleich zu ihm gerade, kann das sein? Himiko macht dein Ding. You won't get away. My turn. Bup. Tschüss. Kommt ein zweiter Floor? Ja, es kommt ein zweiter Floor. Es war zu erwarten. Hau drauf. Und... Okay, aber so machen. Bam! I have some. Ich darf sogar angreifen. Es ist eine Frechheit. No interesting content. Zack. Oh nö, Himiko macht immer ihr Ding gegen die Schwachen. Vollkommen egal. Wir besiegen dich wenigstens. Zack, Battle over. Achso, das war der letzte Floor, dann durfte Himiko das gerne machen. Footprints haben wir eingesammelt. Hinweis Nummer 1. Lauf schnell weiter zu Hinweis Nummer 2, bitte. Dass ich aktiv den Sprinten-Button drücken muss, stört mich, wenn man Dauersprinten kann. Also wenn es keine Stamina-Begrenzung im Sprinten gibt, wie Genshin Impact, dann... Hallo? Was ist hier? Dann kann man auch einfach Dauersprint machen, oder? Oder muss man später irgendwie sich heimlich bewegen, ganz vorsichtig. Und deswegen kann man noch manuell sprinten, ne? Damit man sich auch ja noch heimlich vorbewegen kann. Einmal in 50 Stunden Spielzeit. Wahrscheinlich wird es genau das sein, oder? Rainer! Hey, bitte abgeben, bitte ein bisschen... Oh, du lädst ja viel schneller, okay. Wenn man sich nicht extra hier portet. War das anscheinend noch im Back geloadet. Zack. Daily geschafft. Ein bisschen Ether. Wir können Lycon aufwerten, wenn wir wollen. Und hier unten war noch irgendwo die zweite Daily Mission, oder? Warum kann man hier sich eigentlich alles angucken in der Umgebung, aber nichts einsammeln? Das ist super verwirrend. Ich hätte mich doch porten sollen. Ich hätte mich sowas von porten, wenn das Spiel rauskommt. Ich werde nicht jedes Mal laufen. Hi, Valosh. Also, du hast mich hier noch nie gesehen. Ja, ist auch mein erstes Mal hier, Valosh. Ich bin Waifu. Siehst du das nicht? Nicht March 7, Waifu. Wollte schon immer Waifu sein. So, was kann ich für dich machen? Einfach nur lange reden oder... Ach, Mission Complete. Wirklich nur lange reden. Lustig. Dann können wir jetzt die Hauptstory weiterverfolgen, oder? Zack. Ich weiß immer noch nicht, wie ich ins Questlog komme, Controller. Das muss ich noch lernen. Aber... die Simulated Universe once. Okay. Habe ich das nicht geklärt, das simulierte Universum? Anscheinend nicht. Claim. 3 von 3 Dailies. Gibt noch mehr Waffen-XP, meine Freunde. Wichtig. Und. So, equip 2 Relics. Ich kann die noch nicht farmen. Complete das simulierte Universum. Das wollen die echt gerne, dass ich das mache. Es gibt mir auch einen Pull. Das ist eigentlich eine coole Sache. Aber egal. Ich glaube, hier mache ich erstmal Pause mit dem Let's Play und mache dann im nächsten Part weiter. Danke fürs Einschalten.